Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Evo 2. Wir sind immer noch beim coolen Bosskampf hier und versuchen es einfach mal weiter. Das ist unser dritter Versuch jetzt. Oh, wir können hier hochspringen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ja, sehr cool. Also auf diese Sprungpads auf jeden Fall Acht geben. Und die möglicherweise benutzen. Ja, okay. War echt knapp. Und dann schießt sie mich auch noch abnehmen, weil... Bam, das war Level 2. Das ist... schätzungsweise, ja. Wow. Speicherpunkt. Genau auf dem Speicherpunkt gelandet, sehr schön. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich das... Oh, und die Kisten fallen auf mich rauf. RIP. Ehrlich. Ja, das ist auch... Ich frage mich, ob man sie nur durchhalten muss, weil sich das immer ändert. Alter. Ne? Oder ob man sie besiegen muss. Oder ob man beides machen kann. Ich lade hier auf, Saria, und... Jetzt. Mist. Oh. Geht aber so. Ich lade bis 2 auf und dann springe ich über die eine Kiste rüber. Okay. Vielleicht bis 1 und du springst einfach über 2 Kisten drüber. Okay. Oder so. Das musst du gehen. Na, diesmal schaffe ich bis 2. Hüp. Oh. Man kann da oben hin, wahrscheinlich, wenn man nur bestimmte Kisten kaputt macht. Ja, ich behaupte, das Ganze hat ein Ende, weil hier auch Speicherpunkte mittendrin sind. Aber man kann hier ja auch Schaden machen, oder? Ja, man kann hier Schaden machen. Das trifft man sie. Deswegen weiß ich nicht, ob man... Ups. Oh! Deswegen weiß ich nicht, ob man das auch... Deswegen weiß ich nicht, ob man das hier auch vielleicht schaffen kann. Ach Mist, schon wieder. Warum bist du nicht gesprungen? Ich wollte. Ich würde sie halt gerne besiegen. Da unten war auch ein Speicherpunkt. Was? Hat was geleuchtet. Das das war ein Sprungfeld, ja, das kann auch sein. Jo, das ist gefährlich. Ja, das ist ein Sprungfeld, okay. Boah, das ist sehr knapp allgemein gerade. Das will ich kriegen und... Ich will dir Schaden machen. Und vielleicht ist es so lange auch alles Bonusschaden und zum Schluss muss man sie besiegen oder sowas. Das wäre auch eine Idee. Zum Schluss wiederholt sich dann alles oder kann ich mir vorstellen. Beides. Ah. Eine. Yo, geil. Das ist gut. Gefällt mir. Sehr schön. Okay, also mega im Bosskampf-Style, weil wir haben ja heute unsere Schusswaffen sozusagen. Jetzt, wo wir uns aufgewärmt haben, packen wir es an. Ja, ich frag mich... Naja, sie hat... Kann aber sein, dass man sie... Man macht sie ja Schaden. Also keine Ahnung. Entweder ist es Pseudoschaden, der nicht wirklich was macht, oder? Wahrscheinlich dann, ne? Also auf jeden Fall Mega Man-Style Best Battle. Aber er hat mehr was von Rosenquartz-Stilette. Da eigentlich auch so ein Mega Man-Game ist. Aber da schießen sie ein bisschen mehr so Toro-Style rum. Ja, aber ich halt definitiv angenehm den Mega. Ja, auf jeden Fall. Und den macht viel Schaden. Das stimmt. Oh mein Gott. Aber Mega Man-Boss du schaffst eh nicht beim ersten Mal. Aber das ist jetzt nicht von Mega Man. Sag mal das Pad an, wenn man... Ah, ich kenne sie mal versuchen einzufrieren. Das mach ich beim nächsten Mal. Beim zweiten Mal schaffe ich es. Obwohl ich Sari halt auf der... Ah, man kann ja gar nicht die Aufladung mitnehmen. Na gut. Schade. Ja. Also nochmal. Na, sie friert kurz ein. Ob sich das lohnt, denke ich auch eher nicht. Nämlich lieber Saria. Ja, das ist doof. Alter, ich springe gerade die ganze Zeit das gleiche gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Auch gut. Ja. So. Hat das angemacht? Also doch lieber einfrieren, wenn überhaupt. Ja, aber das ist
Schaden gemacht? Dein Frame? Ja. Wenn dann noch weniger als Laufen, das ich nicht gut. Ha, das ist echt gefährlich. Beim ersten Mal war es der beste Versuch, muss ich erst sagen. Ja. Gut, komm. Packen wir es an. Das ist die gefährlichste Attacke, finde ich. Wenn die so springt, ne? Ja. Nee, die schießt die drei Schüsse und danach springt sie gleich hinterher. Und mit dem Springen rechne ich meistens nicht. Muss einen kleinen Sprung rüber machen, dann geht das. Oder, man, die schießt es immer ein bisschen unterschiedlich. Hier muss echt aufpassen, ne? Will ich einfach nach hinten gehen? Die geht da gar nicht hin, dann, oder? Also, stehe ich da sogar sicher? Stehe ich da für dich sicher? Er hat ein bisschen was gebracht. Na gut. Also eine Ecke ist auf jeden Fall weitaus sicherer. Sehr gut. Sehr cool. Okay. Tut mir leid, Plum. Ihr seid stark. Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten und vor seinem eigenen Wahnsinn bewahren. Plum und ich waren einfach nicht stark genug. Helft ihm. Er ist ganz allein. Nein! Jetzt haben wir sie umgebracht. Nee. Oh, Schatztruhe! Juhu! Oh, ich will die Schatztruhe öffnen. Die anderen beiden sind entkommen. Wir müssen sie finden. Wo sind wir jetzt? In welchem Haus? Sie sind vermutlich über alle Berge. Wenn wir die große Katastrophe aufhalten wollen, müssen wir sie finden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn es stimmt, was ihr behauptet, was kann eine solche Explosion verursachen? Dafür wäre eine gewaltige Menge Energie nötig. Ich weiß nicht. Was meint ihr, Brötsch? Hä? Gewaltige Menge Energie. Ja, ja oder nein? Ja. Ja. Im Ernst? Also, ich zähle auf euch. In Genua werden wir vermutlich keine Hinweise finden. Wir sollten woanders suchen. Also sind wir jetzt fertig mit der Stadt. Nach Hause! Ja. Und erstmal das Erz mitnehmen. Mist. Grüne Pampe. Na gut. Nehmen wir halt die grüne Pampe mit. Mir fällt gerade ein, in dem Haus, wo die Kinder drinnen waren. Das ist wo? Runter. Links. Links. Da stand doch der Prophet vor einer Kiste. Ach, 5 Gold! Das war's wert. Sehr schön, okay. Also ich behaupte, wir gehen erstmal nach Hause. Ja, ne? Weil wir sollen woanders suchen und es gibt irgendwie nicht viel mehr Orte, wo wir, wie es gibt überhaupt allgemein, zurzeit. Ansonsten, ja, muss man sonst mal Orte abklappern, ne? Gehen wir erstmal dahin, weil da waren wir auf jeden Fall noch gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die beiden auch versuchen, die anderen Dämonen irgendwie zu retten. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal hingehen. Dann gehen wir erstmal dahin, weil das gerade sowieso hier ist. Okay. Ins Werkwerk erstmal. Oh! Der ist eingeschlafen? Umgefallen? Ich glaube er nicht. Ich frage mich, warum die trotzdem weitermachen. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Wie sind die da rübergekommen? Die können springen. Ihr habt doch gesehen, was aus ihnen geworden ist. Dämonen sind eine überlegene Spezies. Wieso dachten sie, sie seien die Sklaven der Menschheit? Sie verdienen es nicht, weiterzuleben. Nun gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, wenn ich diese Bomben strategisch platziere, sollte ich das Bergwerk zum Einsturz bringen können. Aber dabei werden alle sterben. Wollt ihr das wirklich? Sie sind keine Dämonen mehr. Wir haben Gesellschaft. Hi. Hi. Darum kümmere ich mich. Ah, jetzt ging Plum. Oh. Was kann der? Dass ihr hier seid, muss bedeuten, dass meine Schwester Sherry... Dafür werdet ihr bezahlen.
Oh, okay. Oh, Bomben. Zurückschlag. Oh, und die haben Bomberman-Explosion, alles klar. Komm, zurückschlag, Bomben. Ja. Hilf mir Kiem, sonst werden ja, aber die viele... liegen gerade alle nicht zu mir. Boah. Ja. Alles klar. Boing. Ja, passt. Boing. 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 Münze! Meine. Aber das war nicht die richtige Richtung. Au. Au. Ah, stimmt, die ganze Reihe explodiert dann. Da muss man drauf aufpassen. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Kann ich es eigentlich mit Saria auch treffen? Ja, man sollte treffen. Wahrscheinlich kann man es. Man muss halt sie direkt treffen, das ist das Ding. Mit den Bomben. Das ist gar nicht so einfach, weil die Bomben komplett sinnlos sind wird. Irgendwo. Ja. Na, ah, jetzt ist sie vorne. Ist das so gewollt? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Besser. Hä? Besser. Ja. Nein, jetzt habe ich wieder eine... Okay. Also das ist garantiert nicht gewollt. Nein, bestimmt nicht. Könnt ihr mir helfen, wenn ich überlebe? Ah, jetzt habe ich sie natürlich befreit. Ja gut, das habe ich gekriegt. Sehr schön. Na gut, das geht also nicht. Also Bomben. Also falls wir Bomben kriegen, sollten wir sie hier kriegen. Wenn ja, ne? Und ich sehe da übrigens so ein Minecart-Ding. Vielleicht wird das noch so eine Anspielung aus so einem Donkey Kong Country Spiel, das wäre ganz cool. Aber jetzt ist sie wieder vorne, das ist ganz cool. Au, ich hab zu lange gewartet, aber ich musste warten, damit ich sie treffe. Ah. Du hast so viele Bomben. Aber treffst halt nicht, ja. Jetzt, komm. Einmal noch, eine noch. Oh, warum ist das explodiert? Ach, weil die Bombe davor war. Dann habe ich die dagegen geschlagen. Ui, ui, ui. Komm, was machen wir jetzt noch? Moment, ich werde mal mit dem Stein da in der Mitte reden. Der gibt mir bestimmt ein Oricon-Erz. Mist. Was machen wir jetzt? Ach, das wirst du bestimmt jetzt finden, ne? In der Mitte. Ah, nee, habe ich gehofft. Ah, gut. Oh, sie ist direkt nach vorne gegangen. Ach, die geht auch nach hinten wieder. Na gut. Guck mal, jetzt habe ich sie ganz gut gerade. Dann wird direkt versuchen, in der Mitte durchzuzielen. Ja, und wenn sie an der Seite steht. Ja, klar. Aber ich kann gleich versuchen, sie schon abzuschießen. So wie jetzt. Dann kommt das Ganze besser. Und die Steine halten sich halt gleichzeitig auch noch auf. Guck, wie schnell das jetzt geht. Ja. Und die bewegt sich weit auch schneller jetzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Letztes Mal. Ja, das ging sehr schön. Alles klar. Wer seid ihr? Ihr seid keiner dieser schwächlichen Menschen. Ich werde hier nicht sterben. Ich muss meinen Prinzen doch dazu verhelfen, seinen Durst nach Rache zu stillen. Oh, sie hat eine Bombe fallen gelassen. Ich bin sicher, dass schon bald, ja. Ich habe auch nicht. Okay. Ja, danke für die Brücke übrigens. Sehr nett. Also, werden wir die Bomben bekommen oder nicht? Finden wir heraus beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Blog.